Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es diesmal um die Beats by Dr. Dre Wireless. Diese hatte ich am 6. Januar diesen Jahres gekauft. Und ich habe damals schon gesagt, ich werde nach ungefähr einem halben Jahr, jetzt ist es ein bisschen länger geworden, was nicht zum Nachteil ist, eine Langzeit-Review dazu machen, beziehungsweise einen Langzeittest, damit wir auch sehen, ob sich der Kauf dieser Beats by Dre Wireless auch lohnt. Fangen wir einfach mal direkt damit an. Und zwar möchte ich euch zunächst einmal kurz die Beats by Dre zeigen. So sehen sie nach einem Jahr täglichem Dauergebrauch aus. Sie sind noch immer kratzerfrei, wirklich komplett kratzerfrei, kann man wirklich sagen. Sie sind noch immer auf Hochglanz, sie haben keinen Farbverlust erlitten. Sie sind auch an den Polstern noch immer optimal, auch wenn man das in der näheren Ansicht mal betrachtet. Es gibt keine, wirklich gar keine gravierenden Fehler bzw. gravierenden Verformungen, wie man das schon bei vorherigen Beats-Generationen hatte. Es ist alles hochqualitativ noch immer verarbeitet und das hält auch wirklich noch immer. Genau das gleiche mit den Knöpfen. Bei den Beats by Dre Wireless ist es ja so, dass diese durch Bluetooth funktionieren und deswegen wird dieses Knopfmodul oft verwendet. Man hat zunächst einmal den On-Off-Knopf, also an und aus für die Kopfhörer. Dieser funktioniert noch wie gewohnt. Auch alle anderen Knöpfe sind noch im Originalzustand und ich habe noch keine Probleme damit feststellen können, inklusive dem Stopp- und Start-Button, der nun wirklich zigtausendmal schon verwendet wurde. Funktioniert alles noch einwandfrei. Auch die Verstrebungen aus Metall sind trotz Dauereinstellung auf groß noch immer, ich zeige es euch, beschädigungsfrei. Man hat natürlich hier kleine Abriebspuren, das ist selbstverständlich, lässt sich nicht weiter vermeiden. Allerdings insgesamt beschädigungslos und trotzdem sie mir schon einige Male auch runtergefallen sind, haben wir keinen Bruch erlitten. Das ist ja das, was man bei Monster damals gesagt hat. Man wird alle kommenden Beats-Generationen mit einem äußerst elastischen Material ausstatten. Nicht wie die ersten Generationen mit einem brüchigen Material, sondern mit einem elastischen Material. Und das ist hier absolut perfekt gelungen. Wie gesagt, ich habe keine Beschädigungen an diesen Kopfhörern erlitten bislang, trotzdem sie mir einige Male runtergefallen sind. Hier sehen wir den oberen Bügel. Auch dieser hat ja manchmal leichte Schwierigkeiten bei einigen Nutzern erzeugt. Dieser Bügel ist bei mir auch weiterhin komplett beschädigungsfrei geblieben und auch das Oberpolster, welches tagtäglich auf dem Kopf sitzt, hier sehen wir es einmal, ist noch wunderbar. Auch dort gibt es keine Verschiebungen, alles noch im Originalzustand und alles noch perfekt. Genauso der Klappmechanismus, die Beats by Dre lassen sich noch absolut top einklappen, sind noch immer so auch sehr, sehr portabel. Jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt, der Soundqualität. Viele von euch haben mich damals gefragt, wie sieht es denn mit der Soundqualität aus? Ist die Soundqualität schlechter als bei anderen Beats-Kopfhörern? Wie würdest du die besser einschätzen und so weiter? Jetzt nach einem halben Jahr kann ich wirklich ein klares Urteil dazu fällen. Die Soundqualität ist wirklich optimal. Ich würde den Beats by Dre Wireless im Gegensatz zu den Studios vielleicht leichte Abzüge im Thema Bass geben, aber das sind wirklich nur minimale Soundunterschiede, die man feststellen kann. Ich habe ja unter anderem auch die anderen Beats-Generationen hier und deswegen kann ich das sehr gut beurteilen. Es sind wirklich nur sehr, sehr leichte Unterschiede in den Höhen und Tiefen und vielleicht in den Bässen auch zu den Studios. Und weitere Soundunterschiede gibt es dort eigentlich nicht. Auch nach einem halben Jahr Dauernutzung haben die Beats by Dre Wireless nicht an Soundqualität verloren. Es ist noch immer ein optimales Klangergebnis, was man hier durch erzielt. Und es macht einfach weiterhin Spaß, jeden Tag damit die Musik zu hören. Zur Bluetooth-Reichweite kann ich nur sagen, diese ist optimal geblieben. Es gibt auch hier keine Veränderung und man hat weiterhin den Luxus, dass man eben kein Kabel in sein iPhone dafür reinstecken muss. Auch der Akku, das war ja eines meiner Sorgenkinder.
ist weiterhin auf einer Top-Leistung. Man hat weiterhin die volle Akku-Power. Auch das mitgelieferte Akku-Kabel ist soweit noch unbeschädigt, obwohl es auch tagtäglich benutzt wird. Gab es dort auch keinen Kabelbruch und es funktioniert alles noch wunderbar. Akku kriegt auf jeden Fall auch 5 Sterne. Was ich nicht so toll fand, ist, dass es mittlerweile eine weitere Generation Beats by Dre Wireless gibt, eine weiße Generation. Mit dieser weißen Generation hat man die Möglichkeit, neben dem Wireless-Modus auch einen Wired-Modus zu starten, beziehungsweise auf Deutsch gesagt, man muss nicht mehr kabellos mit diesen Beats by Dre Wireless Musik hören. Man kann sie auch durch ein Kabel mit einem iPod Nano beispielsweise der älteren Generation verbinden. Das war leider hier noch nicht gegeben und kam mir leider zu schnell, sonst hätte ich wahrscheinlich zu diesen gegriffen mit Kabel. Wie gesagt, die weiße Generation bietet das jetzt, da ich natürlich auch ältere Devices habe, die ich dann jetzt mit diesen Kopfhörern verwenden könnte. Aber insgesamt kann man wirklich sagen, bin ich noch immer sehr, sehr zufrieden. Inklusive der Verarbeitung sind die Beats by Dre Wireless wirklich weiterhin zu empfehlen. Es ist einfach ein Top-Produkt, ein top-verbessertes Produkt, wenn man auf ältere schaut. Ja, und ich kann nicht großartig was Schlechtes darüber sagen. Wenn ihr weitere Fragen habt zu den Beats by Dre Wireless, das war jetzt mein Test nach einem Dreivierteljahr, dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare. Ich versuche wie immer alles zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung klickt. Das ist meine Facebook-Seite und dort würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auf Gefällt mir geht. Dann seid ihr auch immer mit dabei, wenn es um Apple-Videos, um Musikvideos und um Musikprodukte vor allen Dingen auch geht. Ihr bekommt immer den allerneuesten Stand mitgeteilt, würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag. Es kommt drauf an, wo ihr gerade seid. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Video.